Ach, du meine Güte. Zum Glück ist die Tafel mit den alchemistischen Elementen in einer Sprache geschrieben, die du verstehst. Ja. Eine Tafel mit alchemistischen Elementen. Ich muss mir gerade mal kurz eine Jacke anziehen. Mir ist gerade ein bisschen kalt. Weil ich so geizig bin, habe ich meine Heizung noch nicht angedreht. Währenddessen gucke ich mir mal und guckt ihr euch mal das Desaster hier an, in dem wir stecken, weil ich mich gerade gar keine Ahnung habe. Was ist denn dieses Kreuz? Moment. Ich habe ja noch dieses kleine Kreuz. Und ich hab's gerade im Kreuz. Nein, eigentlich nicht, aber das hat gerade sehr gut gepasst. So. Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden würden, letztere sind mit einer Art Deckel versehen und die Bolzen gehen einfach nicht hinein. Aber auf dem Kreuz habe ich jetzt auch nichts drauf gesehen, ne? Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden würden, letztere sind mit einer Art Deckel versehen und die Bolzen. Gold, Wismut, Quecksilber, Blei, Kobalt. Moment. Sulfur, Balis, Merk, was? Ignis. Das ist vielleicht das? Da kann doch Salz gewesen sein. Bloß das Problem. Ich glaube, die Sachen stehen dann auf Englisch drauf. Und ich bin nicht gut in Englisch, wenn es um Chemie geht. Beim Betrachten des Wandteppichs erinnerst du dich. Und das heißt, dass der Priester Don Gineste Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss, Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das Ra. Wer ist dieser? Und geht. Okay, also Quecksilber, Schwefel, Salz und Feuer. Haben wir denn das alles? Feuer. Also darunter brannte Feuer. Darüber streute er Salz. War das Quecksilber da und Schwefel da? Irgendetwas musst du erreicht haben. Da die vier Löcher in der Mitte des Kreuzes nun offen sind. Meine Güte, warum ist die Musik schon wieder so laut? Tagebuch. Hör mal zu.
Weißt du, dass du widerlich bist? Du stinkst nach Scheiße, weil du ein Hosenscheißer bist. Kapiert, Hosenscheißer? Aber ich mach dich zu einer Prinzessin. Warst du schon bei der Maniküre? Ich hab ihn gefunden, Cooper. Henry? Wen denn? Boris. Er ist in Happydale, einer Irrenanstalt, nur eine Stunde von hier. Schnappen wir ihn uns? Er weiß zu viel. Knebel. Nein, er ist total verrückt. Niemand wird ihm irgendetwas glauben. Unser Freund würde bestimmt gerne ein ausführliches Schwätzchen mit ihm halten. Nicht wahr? Henry, der, dem du am meisten schuldig bist, der dich im Hotel fand, als du im Sterben lagst, der alles Notwendige veranlasst hat, damit du dich erholst, der dich auf die Fährte zu deiner Vergangenheit gebracht hat. Henry, dein Retter, dein Geldgeber, dein Freund, dein Peiniger. Was verbirgt er noch? Wonach strebt er? Du blätterst weiter in Petits Tagebuch. Wo findet der Orden des Fleisches wieder zusammen? Skytale suchen. Du wirst diese Skytale hier finden und anschließend diesen Boris in Happydale, New York. Wisst ihr, das war gerade aus meiner Sicht schon eine recht emotional gestrickte Szene. Und aus meiner Sicht hat der Sprecher die gerade extrem kaputt gemacht. Ich glaube nämlich, dass es durchaus wesentlich intensiver gewesen wäre, hätte man einfach nur die Bilder eingeblendet mit Johns Gesichtsausdruck und hätte das einfach mal auf sich wirken lassen, weil das waren eigentlich alles Sachen, die man sich auch als Spieler so denkt. So von wegen, boah, weißt du, der Arsch, der dir das Ganze jetzt hier ermöglicht hat und dein angeblicher Freund und alles und dann sowas. War vielleicht nicht, also in meinen Augen vielleicht nicht die beste Idee des Studios, die Sachen so zu regeln. Oder man hätte vielleicht John einfach so ein paar Gedankenfetzen halt, ja, im Off sprechen lassen oder sowas. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Das Tagebuch von Petit. Könnte ich mir die Sachen irgendwie auch genauer angucken? Da kann ich ja nur, den Master Sound leiser machen, aber nicht das komplette. Weil die Musik ist mir ja auch echt zu laut. Das ist jetzt auch eben in der Szene, wo ich an dem Kreuz war, da kann ich aber leider nichts machen. Außer die Musik leiser, dass ihr wenigstens meine melodische Stimme hört. Kann ich jetzt mit dir nochmal reden, weil Tagebuch gefunden. Hast du sie geliebt? Du glaubst dich zu erinnern, dass dem so ist, aber wo sind deine Gefühle für sie hin? Wer auch immer dir Quecksilber verabreicht hat, er hat dir mehr als nur dein Gedächtnis geraubt. Was ist das denn für eine blöde Aussage? Kann man Emotionen für eine Person rauben? Ist das nicht eigentlich eher so, dass wenn man seine Persönlichkeit ändern, sich dann auch meistens so die Gefühle für jemand anderen ändern? Klingt das nicht irgendwie ein bisschen logischer? Und obwohl du dich nicht traust, sie zu fragen, erinnerst du dich? Ich verstehe nicht. Was tust du für deinen Vater? Ich sehe in dir denselben Wahn wie in ihm. Notre Dame, die Alchemie, der Orden des Fleisches. Ihr beide sucht ein und dasselbe. Was macht dir Angst? Dass dir dasselbe passiert wie ihm. Er hat sich das Leben genommen, John. Ich weiß nicht, ob es wegen seiner Nachforschungen war, aber er nahm sich das Leben. Was war dein Vater für ein Mensch? Mein Vater war ein guter Mensch. Er war ruhig, liebevoll, einsam. Er ist kaum noch rausgegangen, seit meine Mutter starb. Hat dein Vater seine Leidenschaft mit jemandem geteilt? Mit irgendeinem Freund? Als ich klein war, ja. Ein seltsamer Typ. Er nannte sich Choke, glaube ich. Mit der Zeit wurde er sehr merkwürdig. Eines Tages verschwand er und kam nie wieder. Weißt du, wieso er... Nein, vergiss es. Entschuldige. Wieso sich mein Vater umgebracht hat?
Nein, er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich erhängt. Ja, das klingt auch natürlich sofort nach einer Situation, wo sich Menschen erhängen würden. Da ist sie jetzt nicht so ein bisschen stutzig geworden oder sowas. Warum redet sie jetzt einfach so mit uns? Haben wir ihr das Tagebuch gezeigt oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich bin jetzt fertig, oder? Kann ich ihr das Tagebuch zeigen? Du zeigst ihr lieber nicht das Tagebuch ihres Vaters. Zumindest nicht, bis du dieses Skytale gefunden hast. Kann ich dann das Tagebuch auf dem Globus verwenden, um was auch immer zu finden? Nein. Kann ich mir das nochmal angucken? Eine Weltkarte, die so alt ist. Du tastest den Globus nach ein... Nein. Okay, bin ich hier jetzt fertig? Ach, du meine Güte. Der Typ hat unglaubliche Ähnlichkeit mit John Goodman. In bekacktes Gedächtnis. Guten Tag. Endlich mal ein wohlerzogener junger Mann. Nicht wahr, Walter? Sind Sie auf Urlaubsreise in Paris? Genau, mein Sohn. Wir feiern unsere Entscheidung. Stimmt's, Walter? Entscheidung? Haben Sie gesagt, dass Sie sich gerade haben entscheiden lassen? Genau. Wir waren schon seit 6 Monaten geschieden, als Walter einen Herzinfarkt hatte. Er veränderte sich total und wurde ein ganz anderer Mensch. Also sagte ich zu ihm, entscheiden wir uns? Und er antwortete, Hä? Also haben sie wieder geheiratet, oder was? Also erinnern Sie sich nicht mehr daran, wieso Sie sich scheiden ließen? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir haben uns viel gestritten. Weißt du noch, wie du mir immer widersprochen hast, Walter? Von außen ist das schwer zu erkennen, aber ich versichere Ihnen, dass jetzt alles anders ist. Man kann durch Ihren Mund den grünen Pulli, glaube ich, sehen. Also sie haben sich scheiden lassen, weil er ihr immer widersprochen hat und dadurch eben zu Streit kam. Und jetzt nickt er einfach nur noch brav wie ein Schoßhündchen. Das ist überhaupt nicht suspicious. Es freut mich, dass sie sich versöhnt haben. Das Leben hat uns eine neue Chance gegeben, mein Sohn. Und ich schwöre bei den Engeln, dass wir sie nutzen werden. Stimmt's, Walter? Geht es Walter gut? Keinerlei Folgeerscheinungen? Ganz im Gegenteil, mein Sohn. Es geht ihm viel besser jetzt. Nicht wahr, Walter? Sind Sie das erste Mal in Paris? Das allererste Mal. Wir wollten schon immer mal herkommen. Stimmt's, Walter? Aber jedes Mal kam etwas dazwischen. Die Kinder, die Arbeit und dann die Scheidung. Das ist strange. Ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Mann wollte ich gar nicht. Das ist ja ätzend. Nicht wahr, Walter? Ja, was kann ich denn jetzt? Ich kann doch mit ihm reden. Sein Gesicht kommt dir bekannt vor. Du weißt aber nicht, woher. Guten Tag. Kennen wir uns? Natürlich. Seit 5 Minuten, mein Freund. Marcel Richard, technischer Zeichner, zu Ihren Diensten. Vielleicht hat er auch so ein schlechtes Gedächtnis wie wir. Mögen Sie Antiquitäten, Marcel? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich verstecke mich vor meinen Gläubigern. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen kleinen Blonden reinkommen sehen, der nach viel Geld aussieht. Sie kennen sich nicht zufällig mit Alchemie aus? Natürlich. Ich mische Wodka mit Zitrone, Whisky mit Soda und Rum mit Ananas. Nichts davon verwandelt Metall in Gold, aber sie bewirken etwas Besseres. Sie verwandeln Frauen in Göttinnen. Gott, der ist mir jetzt schon unsympathisch. Ich suche ein Tagebuch. Es befindet sich wahrscheinlich im Hinterzimmer, aber falls Sie es hier irgendwo finden sollten,
Verlassen Sie sich auf mich, mein Freund. Selbst wenn ich jemanden töten müsste, um an Ihr Tagebuch zu kommen, ich würde es tun. Warum? Der ist creepy. Wir gehen wieder. Apropos gehen. Darf ich gehen? Was mache ich denn jetzt? Aha, Nachbarn machen Rollladen auf. Apropos Nachbarn. ich glaube, meine Nachbarn von oben sind ausgezogen. Ich habe da schon seit einer Weile nichts mehr gehört. Das Schild auf dem Briefkasten ist weg. Und es ist immer dunkel, wenn ich nach Hause komme. Was ist das wohl für eine Klappe? Also kein... Boah, meine Nachbarn haben wieder Sexgejammer von mir. Du öffnest die Klappe und findest eine dieser kleinen UV-Lampen, wie man sie verwendet, um Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Okay. Ein UV-Licht. Was kann ich damit jetzt machen? Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht, entdeckst aber nichts Neues. Okay. Im Regal ist nichts mehr, was... Globus. Nein. Und wenn du, als du das letzte Mal hier warst, irgendeine verborgene Nachricht zurückgelassen hast, wie die im Jacuzzi, nachdem du alle Artikel in den Regalen mit dem UV-Licht inspiziert hast, weißt du, dass du dir das hättest schenken können. Dann, vielleicht Schreibtisch. Was habe ich denn damit? Du inspizierst das Kreuz mit der UV-Lampe, findest aber keinerlei neue Hinweise. Brauche ich auch nicht. Ich habe mein Tagebuch. Das UV-Licht offenbart, dass Petit etwas auf das Gummi des Tagebuchs geschrieben hat. Aber du hast keine Idee, was es bedeutet. Das muss ich mir gar nicht mal anhören. Das UV-Licht offenbart, dass Petit etwas auf das Gummi des Tagebuchs geschrieben hat. Aber du hast keine Idee, was es bedeutet. Denn wie immer habe ich ja den Ingame-Sound auf den Boxen, dass ihr den nicht doppelt hört, dann in meiner Tonspur und im Spiel. Und das erleichtert mir auch einfach das Bearbeiten. Und wenn ich dann gucke und nicht lese, dann verpasse ich gerne mal was. Aber ich kann sonst nichts weiter mit dem UV-Licht machen. Und das Tagebuch von Petit. Ja, dann mach's doch auf. Wenn es irgendeine Methode gibt, Petits Botschaft auf dem Gummi zu entziffern, dann musst du es erst einmal vom Tagebuch trennen. Vielleicht eine Tafel? Damit? Nein. Was ist das da? Ach so. Ein elastisches Gummi. Ich dachte eben, da wird's nicht aufschneiden, weil... So halt. Das UV-Licht bringt dir keine neuen Erkenntnisse. Okay. Das Tagebuch von Petit. Ja, darf ich mir das vielleicht mal angucken? Oder... das ist anstrengend, wenn man da mal was will. Eine Öllampe. Kann ja auch nichts in Brand stecken. Das ist sehr deprimierend.
Ich klicke jetzt einfach mal ein bisschen rum. Das hatten wir schon. Da ist Dex. Was kann ich denn mit der Öl machen? Eine Öl. Ja, ich weiß. Kann ich das jetzt eins von diesen Viechern füllen? Kann ich damit irgendwas tränken und anzünden? Nein. Ist denn hier oben noch hier irgendwas, was ich noch nicht angeklickt habe? Schrank, Uhren, das. Nee. Nochmal mit ihr reden. Huch. Da komme ich gleich zu. Ich muss nämlich mal dringend, für kleine Nekos. Ich bin gleich wieder da.